So, hallo Freunde, lasst uns heute mal über Jesus Christus reden. Es gab ja da ziemlich viel Hate, oder wie man das auch immer ausdrücken möchte, da haben sich viele aufgeregt, weil ich gesagt habe, ich persönlich glaube nicht an Jesus Christus. Und da kommt es wieder darauf an, inwiefern glaube ich nicht an Jesus Christus. Also ich bin jetzt kein glühender Verfechter von den Weltreligionen, sei es jetzt der Islam, sei es das Christentum, und so weiter und so fort. Vielleicht am ersten, dass ich was mit dem Buddhismus anfangen könnte, mit dem spirituellen Teil. Aber das wäre jetzt eine andere Geschichte. Das Thema wird aber ein ganz anderes sein. Hat Jesus Christus jemals als Mensch gelebt? Und ich würde sagen, ich persönlich glaube es nicht. Ich weiß es nicht, denn es gibt dafür keinen Beweis. Und ich weiß jetzt, dass da viele aufschreien und sagen, der wurde in diversen Schriften erwähnt. Aber das ist für mich kein Beweis, dass dieser Jesus Christus, der dann angeblich auferstanden ist, der Wasser zu Wein verwandelt hat, dass der wirklich existiert hat und dass der wirklich irgendwo begraben liegt. Ja, diesen Beweis, den gibt's nicht. Es wurden da so Gräber gefunden und so weiter und so fort. Aber letztendlich kann's keiner genau wissen. Jetzt ist eben auch die Frage, was ist, wenn der als Mensch niemals gelebt hat? Wenn der zum Beispiel nur im Geist der Menschen lebt, ist er deswegen weniger wert? Und jetzt lasst uns einfach doch da mal eine Brücke schlagen. Wenn man jetzt sagt, er hat als Mensch niemals existiert auf der Erde. Das glaube ich persönlich. Das musst du nicht glauben vom Bildschirm. Jetzt bist du ins Video gelaufen. Oh, sind die doch im Kaffee? So, sorry, hatte gerade eine Störung. Also ich persönlich glaube nicht, dass Jesus Christus wie ein wirklicher Mensch auf Erden umhergewandelt ist. Ich weiß es nicht. Wenn du das glaubst, lasse ich dich bei dem Glauben. Lasst uns darüber nicht streiten. Aber was wäre denn, wenn Jesus Christus nur eine Idee ist, die in den Köpfen der Menschen manifestiert ist? Ist diese Idee deswegen weniger wert? Stellt euch doch mal ganz ehrlich die Frage. Ich weiß nicht, wer sich von euch da draußen mit PCs auskennt. Normalerweise für einen PC brauche ich ja so einen Blechkasten, eine Blechbüchse. Da ist ein Prozessor drin, Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Und da wird dann ein Betriebssystem aufgespielt, aber ich habe dann einen kompletten PC zum Anfassen. In der heutigen Zeit gibt es auch virtuelle PCs. Das bedeutet, die benötigen keinen Blechkasten mehr. Im Prinzip liegen die dann auch innerhalb von irgendeinem großen Blechkasten. Aber diese ganze Hardware wird mehr oder weniger simuliert. Ich gehe noch nicht mal davon aus oder ich behaupte, dass Jesus Christus eine Idee der Menschen sein muss. Was wäre denn, wenn es Jesus Christus tatsächlich gibt, aber nicht in physischer Form? Und viele Menschen haben diese Idee von Jesus Christus plötzlich im Geist. Plötzlich im Bewusstsein, plötzlich im Verstand und das über viele hundert Jahre. Dann könnte es doch trotzdem sein, dass es eine göttliche Quelle gibt, also Jesus Christus selber, die eben diese Software, diese virtuelle Software, in die Köpfe der Leute aufspielt und die Leute schreiben dann mehr oder weniger die Bibel, bringen diese Gedanken dann zum Ausdruck. Aber die Frage wird sein, wo kommt der Gedanke her? Und jetzt die Frage an dich da draußen. Wäre Jesus Christus weniger wert, wenn er als Mensch gar nicht existiert hätte, aber im Geist der Menschen und sich da eingespeist hat, praktisch als virtuelle Person, so dass man die Geschichten auch glauben kann? Das wäre doch im Prinzip das Gleiche. Dazu muss er ja nicht physisch existiert haben, oder? Ich weiß nicht, ob man mich versteht, ob ich da die Brücke schlagen kann. Ich persönlich bin einfach nicht so religiös. Irgendwo glaube ich auch, dass es eine höhere Macht gibt, ein höheres Bewusstsein, einen Erbauer, einen Erschaffer. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die ganze Welt, das Universum einfach so aus dem Nichts entstanden ist. Da muss sich ja jemand wirklich Gedanken gemacht haben, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren. Da sagen vielleicht manche auch wieder, nee, muss nicht, das könnte der pure Zufall sein. Ja, für mich klingt das schon etwas zu sehr nach Zufall. Wenn man zum Beispiel schaut, wenn man sich sein Bein anschaut, wie die Sprunggelenke perfekt ausgerichtet sind, wie sowas ab der Geburt entstehen kann, das alles muss ja einem Bauplan zugrunde liegen. Und der Bauplan ist ja in unserer DNA, aber wo kommt die DNA her und so weiter? Also ich glaube nicht, dass das alles zufällig ist. Was wirklich dahinter steckt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht eine künstliche Intelligenz, vielleicht ist das alles eine große Simulation und eine künstliche Intelligenz steuert das Ganze. Und daher auch die Idee von Jesus Christus. Und drum möchte ich das nicht schmälern, also Leute, die einfach an Jesus Christus glauben, die sollen auch weiterhin dran glauben. Ich persönlich bin mir nicht sicher, was ich nicht glaube, dass der als physischer Mensch auf Erden war und dass er irgendwie Wasser zu Wein verwandelt hat und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht. Viele sagen auch, das war vielleicht eine Person und der hat dann irgendwie
Er war eine energetische Person, so ein Heiler und so weiter. Und dann wurden viele Sachen dazu gedichtet. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube viel eher, dass Jesus Christus auf einmal in den Köpfen der Leute war, weil, wenn man so will, wenn das jetzt alles eine Simulation ist, die KI, die da drüber wacht, uns dieses Programm in die Köpfe reingespielt hat. Vielleicht auch die anderen Weltreligionen. Das weiß ich alles nicht an der Stelle, aber das würde ich sagen, könnte sehr wahrscheinlich sein. Und wenn man dann daran glaubt und die Geschichten werden immer reeller und die werden aufgeschrieben zur Bibel und so weiter, dann hat es zumindest den gleichen Effekt, als wie wenn dieser Mensch wirklich existiert hätte, weil er existiert ja wirklich bloß ohne Hardware. Er existiert im Geist halt als virtueller Mensch, ja. Kann man vielleicht vergleichen mit so einem virtuellen PC, der kein Blech mehr außenrum besitzt, aber das Betriebssystem oder wie man damit arbeitet, ist ja komplett das Gleiche vom Bildschirm, ja. Und so könnte ich es mir halt vorstellen, dass dieses Physische nicht immer gegeben sein muss. Und drum möchte ich auch hier jetzt die Menschen nicht verärgern, weil viele haben sich da beschwert, wie kannst du nicht an Jesus Christus glauben und dich mit dem Irlmaier beschäftigen. Ich meine, gerade weil ich nicht so an den Weltreligionen hänge, bin ich der Meinung, bin ich der perfekte Mann dafür, dass ich die Prophetien mir kritisch anschaue, weil ich dadurch ja nicht beeinflusst werde, weil ich dadurch ja einen gewissen Abstand habe. Und ich hoffe halt, dass ihr das jetzt nicht so böse auffasst, dass ihr da vielleicht etwas tolerant seid, dass jeder glauben kann, was er möchte. Ich würde jetzt zum Beispiel einem Christen auch nicht seinen Glauben absprechen. Genauso wenig einem Moslem. Wenn der an Allah glaubt, dann ist das sein gutes Recht und seine Sache. Schwierig wird's halt dann, wenn dann viele Sachen so umgesetzt werden, wie zum Beispiel Scharia-Staat und so weiter, aber das wäre jetzt ein ganz anderes Kapitel. Oder allgemein, wenn nach der Scharia gelebt wird. Das ist jetzt in Deutschland, finde ich, jetzt nicht so prickelnd, aber da könnte ich gesondert mal ein Video drüber machen. Aber sonst, finde ich, darf doch jeder glauben, was er möchte. Und ich finde die Kommentare immer nicht so schön, wenn man dann dafür verurteilt wird, wenn man jetzt nicht daran glaubt oder dann so Kommentare kommen, alle, die jetzt nicht an Jesus Christus glauben, die werden nicht überleben, die werden weggeschwemmt. Auch dieser Hass an die Ungläubigen oder an die Leute, die jetzt nicht an eine Religion glauben, da geht's ja dann nach vielen, die dann sagen, ja, wenn so eine Krise kommt, so eine dreitägige Finsternis, dann werden die zu Recht alle eliminiert und überbleiben nur die Gläubigen, die guten Menschen. Und das ist ja auch schon wieder ein Urteilen in Gut und Böse. Und da kann man sich auch fragen, wer bin ich oder wer bist du, dass du urteilen kannst, wer gut oder böse ist. Und das sind jetzt so meine Gedanken, das ist mir jetzt in den Kommentaren immer mehr so aufgefallen. Was hältst denn du davon? Schreib's mir mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Gib mir einen Daumen nach oben. Übrigens, die ganzen Links über mich findest du auch darunter, mein Telegram-Kanal und so weiter. Aber das findest du selber alles raus. Ich würde mich über Support freuen. Und schreib mir bitte, wie du das Ganze so siehst. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Mach's gut, bis dann.